So, hier, Gewitter im Kopf, meine Freunde. Gewitter im Kopf, rein in die Olga. Herzlich willkommen beim neuen Video hier auf unserem Kanal, Leute. Wir werden heute ein bisschen backen. Dafür haben wir uns den lieben Rocco als professionelle Küchenhilfe. Damit das auch wirklich ein Erfolg wird. Ja, hast du gehört? Crispy Rob als professionelle Küchenhilfe, Digga. Der Typ, der alles frittiert. Rob, Grüße geht raus. Wahrscheinlich kannst du trotzdem besser als ich kochen. Du bist eine Küchenhilfe. Ich wollte professioneller Koch. Ist schon richtig. Alles gut, alles gut. Ich bin Hobbykoch, ich bin kein Profikoch. Aber, ey, unser Rezept letztes Mal war ja krank. Mega gut, wirklich. Boah. Was haben wir gemacht letztes Mal? Habt ihr den Pommes-Auflauf nachgemacht? Schreibt es in die Kommentare. Pommes-Auflauf, den müsst ihr immer noch nachmachen, der war super. Also ich hatte Durchfall. Nein, das hatte ich nicht, ich fand ihn super. Doch, hat er mir erzählt, er hatte Durchfall. Auf jeden Fall werden wir heute mal versuchen, Apfeltaschen zu machen für das volle Apfelerlebnis. Ich habe schon mal so ein paar Umwandlungen im Sandwich-Maker, so eine Apfelrolle, aber nicht so die McDonalds-Apfeltaschen. Gut, die werden auch jetzt keine McDonalds-Apfeltasche machen. Lieber knuspriger Robert, sondern wahrscheinlich was anderes. Wir versuchen auf jeden Fall das hinzukriegen. Mit dir werden wir das mit Sicherheit schaffen. Safe. Und perfekt, geht schon los. Da wurde das erste Ei schon aufgeschlagen. Okay, Leute, wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß bei dem Video. Let's go. Also, wie viele Eier brauchen wir? Nur? Nein. Nee, zweimal Eigelb. Toast, Dankeschön, Brü. Okay. Also nur ein Ei. Ach so, jetzt muss ich das auch noch trennen, ne? Was nur davon ist nochmal das Eigelb? Das gelb ist. Was davon ist nochmal das Eigelb? Tim, du. Wer von euch bei. Tim! Oh, aber das ist doch auch. Warte, jetzt haben wir aber Eiweiß drin. So hohl, Alter. Was ist nochmal das Eigelb davon, Digga? Wie lange geht Tim! Das ohne, Junge! Ich glaube, ich werde das nicht so gut schaffen. Ach so geht das. Das Eigelb da rein! Ah ja, das war ja auch dabei. Das muss jetzt. Okay, Junge. Achso, wir sollten erst was anderes machen. Ja. Okay, wir brauchen erst das Mehl. 250 Gramm Mehl, eine Schüssel, 7 flüssige Butter zugeben. Wir brauchen mehrere Eier. Nein! Okay, warte. Oh, Bro. Ich wollte mit ihm eigentlich auch backen, aber ich bin echt, also ich habe eine neue Wohnung und so und ich bin echt am Überlegen, ob ich das noch machen soll, Alter. Bisschen Sorge habe ich da ja schon, ne? Ich schon wieder. Nein! Ja, ich brauch viel. Das ist reines Koks. Wir sollten die Waage erstmal anmachen. Vielleicht. Alter. Ja. Das gibt doch niemals, die werden doch niemals fertig, Junge. Nee, die können wir gleich schon reden. Daraus machen wir Apfeltee. Die Eier? Nein! Puh. Wir machen dann gleich noch irgendwas anderes mit den Eiern. Die werden natürlich nicht verschwendet. Nee. Natürlich werden die verschwendet. Lüg doch nicht! Nee, warte. Wir brauchen Butter und nicht Mehl. Ach ja, stimmt. Oh. Ja, Digga, Tim ist auch noch mal eine ganz, ganz große Behinderung bei beim Umsetzen dieses Dings. Als nächstes? Die Butter kommt zu Mehl. Okay, dann kann einer ja schon mal das. Ja, das Apfelerlebnis! Endlich geht's los. Wir wissen gar nicht, dass Rob eigentlich das Apfelerlebnis ins Leben gerufen hat. Das stimmt. Du warst der Erste, der es gesagt hat. Herbst, Digga, dankeschön für deinen Sub und dankeschön für den Kompliment für den neuen Emotes. Salz und Eigelb hinzufügen, okay. Eigelb! Ich glaube, wir brauchen aber kein Ei mehr. Nein. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Ja! Oh nein! Junge, Alter! Das Wasser kommt und Junge, Salz, ne? Junge. Ich glaube, das ist der Trick, einfach so einen Topf hinstellen, wo der alles reinmatschen kann. Wann kochst du mit dem beiden? Ich hoffe noch diese Woche. Das schwarze Salz! So, und weiter kneten, ne? Ja. Oh, Rob, auch professionell hier. Die ganze Arbeit. Mit Handschuhen, Digga. Nein! Alter, wie lange läuft der denn hinterher? Alles gut, ne? Ja. Alles gut. Oh nein! Einer geht noch. Junge, der Trick ist doch einfach, nur ein paar Eier dahin zu stellen. Anix Basic, dankeschön für den Sub. Kuss. Nein! Guck mal, der würde das ja nicht machen. Ja, es gibt halt Spiegelei. Ich will Spiegelei. Ja, immerhin. Gönn dir. Alle haben Corona. Kalte Butter in Würfel schneiden. Also die kalte Butter in Würfel schneiden. Die Dieser Teig sieht aber anders schlecht aber aus. Kalt. Aber sie ist auch nicht warm, also es geht schon. Ey Jungs, was macht ihr da? Am besten so Brotmesser. Nee, das ist so, ich liebe Brotmesser. Safe, gibt es Messer dem Jan? Ey, Tim, du bist da wirklich echt sehr, sehr gut drin, Verantwortung zu übernehmen, ja. Lass das Messer bitte da drin. Ja, ich glaube, normales geht tatsächlich. Ist das? Nee.
Okay. Nee. Nee. Sag mal die Würfel. Also das ist zum Beispiel ein Würfel. Schöne Form. Achtung, Gas wird freigesetzt. Bitte? Okay. Brauchen wir noch mehr Schalen, Jan? Ja. Hat der gerade gefurzt und gesagt, Achtung, Gas wird freigesetzt oder wie? Ich zieh das durch die Nase. Kannst du? Und du wartest auf das Ei? Ja, auf das fertige Essen. Also, unsere kalten Butterwürfel kommen jetzt hier rein. Aber ich weiß nicht, ob das nicht zu viel ist, weil wir jetzt die ganze Butter eigentlich gemacht haben. Hat ja auch keiner abgewogen. Wie viel hätte denn da reingemisst? Na! Jungs. Hä? Wir sind ja komplett lost in dieser Küche, Alter. Wir sind ja komplett verloren. 500 Gramm ist doch viel zu viel, oder? Da steht ja die Uhrzeit. Hey, warte mal. Das ist doch... Dieses Rezept macht irgendwie keinen Sinn. Ja, damit fehlt uns Butter, ne? Oh. Ja, Mensch. Ja, aber ich hab Butter. Boah, zum Glück. So, und jetzt das auch einfach wieder durchkneten, ne? Du hast sogar Robert immer Butter am Start. Gar nicht so einfach irgendwie, ne? Nee, komm, das ist erstmal der Teig. Vor allem, warum lasst ihr das Jan machen, Alter? Das geht doch wieder in die Hose, Mann. Ey, ich hab hier gar keinen Überblick mehr, ne? Rob snackt sich gerade einfach dieses Spiegelei auch spontan rein. Voll verwirrt, wir haben doch gerade irgendwas in den Kühlschrank getan. Ja. Und danach kommt... Ja. Was für eine Butter kommt denn bei Schritt 3? Seit wann haben wir noch eine dritte Butter jetzt? Ja, das verstehe ich schon nicht, weil die ganze Butter kommt. Alarm! Ja. Kann man die schon wieder rausholen? Nee. Aber Jan bis dato sehr, sehr, also muss man sagen, bis dato sehr, sehr ruhig in dem Video hier. Wirklich, wirklich entspannt, Alter. Ja, dafür ist das SCH zu CH Emote da. Ganz genau. Wie lange muss es da drin stehen? Eine halbe Stunde. Halbe Stunde! Oh nein, oh nein. Ich hab jetzt schon keine Ahnung, was gerade passiert. Ja. Mach dich auf was gefasst, wir nehmen dich im Duell auseinander. Hast du schon Angst? Stimmt, jo, danke schön. Der Joke erst. Ja, danke schön. Wir haben bald ein Kochbattle, Freunde. Wir erzählen auch nicht zu viel, aber ja. Ein Kochbattle. Gut, weiß ich jetzt, also schwierig in Nummer an der Stelle. Das wird cool. Ich habe das Gefühl, dass der meiste Teig an meinen Fingern hängt. Nein, nicht wegen Corona. Ich glaube, weil es einfacher ist, das zu kneten. Wofür wasche ich mir eigentlich noch die Finger? Aber jetzt hat Gisela mal zugegeben, dass wir uns jedes Mal die Hände waschen, wenn wir drehen. Und ja, ich bin bei jedem Dreh nüchtern. Na. Sollen wir schon mal Äpfel schneiden? Stimmt, du könntest theoretisch jetzt schon echt nebenbei alles vorbereiten, was wir dann mit der Apfelmasse quasi machen. Wie viel Äpfel schälen? 12. Moment, warte. Hä? Die Sache ist, du veränderst die ganze Zeit. Nein, das ist jetzt eine andere App. Bro, Alter, das kann doch nichts, Digga. Das kann doch nichts geben. Das kann ja nichts geben, wenn Tim in der Kontrolle ist, das alles zu machen. Da sind ja so viele Fehlerfaktoren drin. Allein Tim und Jan, Rob, der das noch so ein bisschen retten könnte, das gibt keinen, Alter. Das gibt keinen. Wir wechseln beim Kochen das Rezept. Ja, er sagt das so nebenbei. Der Teig ist auf der anderen Seite. Und ich glaube. Und ist das nicht normal? Nein. Und hast du nicht am Anfang gesagt, dass wir die Menge auf zwei Personen reduzieren? Das tun wir doch immer noch, oder? Wieso auf zwei Personen? Ja, das haben wir doch am Anfang auf gesagt. Auf zwei Portionen. Achso, ja, meine ich ja. Soll ich es jetzt hier wieder auf zwei machen? Ich dachte, das ist die ganze Zeit auf zwei. Ja, Bro, also natürlich. Da brauchen wir nur 2,5 Äpfel. Ja, perfekt. 12,5 Äpfel, Junge. Ciao, Leben, Alter. Wie hab ich denn dann so viele gekauft? Okay. Und dann ich geb mal schon so Halsschmerzen. Wo soll ich die hin tun? In dein Gesicht. Oder in Waschbecken. Na. Schmeckt das? Nee. Der gesunde Robert an der Stelle hier, den frischen Teig immer reingönnen. So schmeckt das, so kommen die Salmonellen safe. Das ist nur Butter, oder? Ja, nee. Das wird schon irgendwie. Ich töte Äpfel! Okay. Irgendwas sagt mir so, dass wir was voll vergessen haben, wa? Ja, ich glaube auch. Ich weiß es nicht. Ich liebe ja Rezepte mit Bildern, ne? Das ist so. Merkwürdig kompliziert. Digga. Ich hasse auch Bücher mit Wörtern. Na. Das versteht doch kein Mensch. Nee, ne? Was machen wir jetzt? Was passiert da, Alter? Ich weiß es nicht. Du hast ein Blätterteig-Rezept rausgesucht, wofür man 150 Minuten braucht, nur um den Blätterteig zu machen. Lost.
Wie jetzt? Nein, nicht im Ernst? Ja, aber egal, wir kriegen das schon hin. Wieso haben wir nicht fertigen Betterteig gekauft? Ich dachte, das wäre spannender. Okay. Dann sag mir mal, was da alle... Also unsere Äpfel kommen da jetzt rein. Kleine Kacke, ne? Raus. Äpfel schälen, entfernen in kleine Würfelchen. Diese in einen Topf geben und 150 Milliliter Wasser. Ja. 100 Gramm braunen Zucker. Ein Teelöffel Zimt. Einen halben Teelöffel Muskat. Der ist so unfähig, der Junge. Der ist so unfähig, Alter. Kannst du für nichts gebrauchen. Nein, also es ist nichts passiert. Danke, Anix. Dankeschön. Bro, Junge, boah, das ist... Boah, jetzt riecht hier so nach Zimt, Alter. 150 Milliliter Wasser haben wir diese drin. Diese andere ja. Lost 100 Gramm braunen Zucker. Ja, ist drin. Oh. 100? Du hast gerade eben 150 gesagt. Nein. Ach, das bisschen Zucker wird jetzt auch nicht so. Egal. Egal. Chat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr wisst es. Schalter mit dran. Alles gut. Egal. Genau, so soll der Chat aussehen. Egal. Alal. Der Tim hat was mit meiner Mutter am Laufen. Okay, unangenehme Nummer. Okay, was kommt da noch rein? Schwefelsäure. Schwefelsäure, Alter. Eins oder alle? Zwei. Julia, danke schön für den Zap. Kuss. Ich nehme alle. Und Salz. Oh, da hatten sie Angst. Junge, Gisela, das ist so ein Wichser, Alter. Erstmal nur warten. Wir können ja nicht geschehen. Will das Salz! Ach, das muss doch noch 15 Minuten köcheln. Ja, ja, ja. Oh mein Gott! Vorsicht! Montesini, danke schön für deinen Sub, brr. Egal! Das ist sehr, sehr heiß! Was ist das? Oh, das Cola. Sieht so geil aus, wie das auskocht. Okay, Cola. Wir haben gerade eine kleine Pause gemacht, um den Teig abkühlen zu lassen. Und jetzt müssen wir den, glaube ich, ausrollen. Genau. Was? Und gleichzeitig müssen wir auch noch. Es wird niemals machen, funktionieren, ne? Nicht Alter. Den Inhalt, nur die Flüssigkeit. Einbruch! Das ist unsere Pizza glaube ich. Da müssen wir kurz. Was ist Smiley? Egal! Das ist das Motto für heute. Der arme Rob, Alter, dachte sich, dreh ich schnell mit dem Video. Jetzt muss er da 150 Minuten in der Küche stehen. Okay, ich hoffe, ich mach das. Die ist ja auch kernbehindert. Ist das für dich alles, oder? Ja. Meili, du dummes Stück Scheiße, Alter. Gönn dir rein. Achso, wolltet ihr auch was? Sorry, Jungs. Vorsicht. Gas wird freigesetzt. Leute, wir machen die größte Apfeltasche der Welt. Ja, geil. So. Und was ist mit der Suppe? Nein. Wow. Oh. Das wird jetzt noch ein Döner. Na. Kann nur gut werden. Ja. Corona-Time! Nee, das bleibt kleben, fest. Das bleibt kleben auf dem Tisch. Okay. Ja, dann vielleicht doch mit dem. Warte. Oh, Rob, so gut. Crispy Rob, Crispy Rob. Küchen-Ehrenmann, Alter, wirklich. Komm, schnell auf das Brett. Schnell. Ja, ja. Oh. Oh. Das war der Zimt, ne? Ja. Der hat auch so einen riesen Ofen halt, so einen Gastroofen, ne? Sieht halt echt hässlich aus, ne? Aber das wird noch. Das transformiert sich gleich. Noch mehr Soße! Ja, vielleicht ein bisschen nur noch, aber nicht so viel. Diese geile Apfelzimtsoße. Dazu aber dann noch so richtig geil Vanilleeis und so, wisst ihr, was ich meine? Da muss der Rob das erste Mal was für sein Geld machen. So nicht. So, und jetzt warten wir, bis es fertig ist. Ich bin sehr gespannt. Zum Glück haben wir Pizza bestellt. Ja. Okay, wir holen jetzt mal unsere größte Apfeltasche der Welt aus dem Ofen. Ich bin sehr gespannt. Oh, alles klar. Sieht echt gut aus. Boah, passt. Boah, die sieht aber wirklich gut aus. Naja, die ist... Gut sieht die jetzt, also... Schon ein little bit Mac verbrannt, ne? Aber wobei, das kann schon ganz geil sein, ne? All die harte Arbeit. Zwei Stunden später. Hat es sich aus. Zwei fucking Stunden für diesen Trümmerhaufen. Brr. Ausgezahlt? Das erfahren wir jetzt. Ja, viel. Das Ding ist, Rob sagt nicht, hör auf, weil er es genauso mag. Es ist jeder Abend im Bootshaus feiern, Robs Gesicht sieht genauso aus. Joke natürlich, mein Gott, ich mach Witze. Stimmt. Danke. Reicht dir das? Ja, das reicht.
Soll ich einmal pusten, damit der Rest auf deine fällt? Ich glaube, der fällt auch überall sonst hin. Ja. Sieht begeistert aus. Ist okay, oder? Ist okay. Also, vielleicht schmecken tut sie nicht. Aber auch nicht gut. Das ist das beste Kompliment, was man bei Essen machen kann. Also, ist jetzt nicht so schlecht. Nicht verdanken. Danke an dich, dass du uns geholfen hast. Dieses Meisterwerk. So, also, da kann ich nicht anders, da kann ich jetzt nicht anders zu sagen als, Jungs, ihr habt euer Bestes gegeben und trotzdem versagt an der Stelle. Freut mich natürlich trotzdem. Ich denke mal, wenn ich mit Gewitter im Kopf, andere Art und Weise, irgendwas, also ich will was richtig Aufwendiges backen, so irgendwie so Soufflé oder, ja, ich will das Schwierigste, so eine Hochzeitstorte. Ich will das Schwerste der Welt backen, Leute. So viel an der Stelle dazu.